Hallo und willkommen zurück bei dem Techniker Armageddon hier. Ja, die Technik haben uns letzte Folge ja ziemlich Probleme bereitet, aber wir starten nun langsam den Gegenangriff. So, sind auch dabei, Schlachtschiffe zu bauen. Ich würde tatsächlich gern hier den auch noch holen und vorrücken. Wir müssen jetzt bei jedem Techniker hier so eine Front dran setzen. Aber ich glaube, die hier wären dann sogar langsam schon in der Reichweite. Aber wir werden Masseextraktor für Masseextraktor vorrücken. Aber ich glaube, wir werden keine eigenen Techniker mehr bauen. Verteidigung an. Scheint zu klappen. G2, einmal bitte vorrücken. So, dasselbe machen wir dann hier auch nochmal. So, anscheinend habe ich aber wieder Masseprobleme. Bauen wir nochmal zwei Techniker. Okay.
während du jetzt hier patrouillierst. Und wieder für Masse sorgt. Jumpsuits können über das Interface Spezialfähigkeiten aktiviert werden. Wählen Sie die Fähigkeit und das Ziel. Die Einheiten springen dann an den Zielort. So, wirst du hier durch patrouillieren. Bis die Verteidigung steht, lassen unsere Wassereinheiten noch da, ansonsten werden die dann nachher vorrücken. Okay, es wird Zeit vorzurücken. Machen wir mal ein paar Gunships. Die sind ja hier immer noch am Bauen, aber ihr könnt ein bisschen weiter nach vorne gehen. So, und ihr baut mal ein paar von denen. Okay, die Türen sind natürlich unschön.
Die Techniker haben den Weg zum Rechenzentrum mit einer Mauer aus Punktverteidigungen blockiert. Ich glaube, du solltest Luftstreitkräfte einsetzen, wobei du natürlich auf die Flugabwehrtürme Acht geben musst, Ivan. Naja, ich will erstmal mit den Schiffen vorrücken. Interessant, dass die gar nicht so viel Schaden mit den Technikern machen. Das wäre auf jeden Fall fatal. Wenn die mein Schiff oder die hier übernehmen würden. Dass der so langsam ist im Herstellen, ist krass. Guck mal, die sind schneller. Die letzten zwei sind egal. Wir rücken vor. Ja, die kleinen Einheiten verlieren wir natürlich so, ne? Verwende deine ECU oder einen Techniker, um an den Serverkern zu kommen. Thank you.
wir zerstören die gesamte Basis. Wäre natürlich doof, wenn die Basis mir gehören würde, dann, wenn ich sie hier erobern würde, ne? Oh, die waren auf jeden Fall schneller. Die kommen nämlich gar nicht durch wegen den Technikern dazu, die anzugreifen. Es ist mir gelungen, den Serverkern zu bergen. Ich freue mich schon darauf, den Code zu untersuchen und herauszufinden, was zur Fehlfunktion der Software führte. Mir fällt absolut nichts ein, was ich in den nächsten 67 Stunden lieber tun würde. Lass uns durch das Gate zu Dr. Snyders Anlage weiterreisen. Und dann würde ich sagen, was ist für diese Mission? Und zur nächsten. Obwohl nicht alle Operationsziele erledigt. Schon wieder keine Siren-Flagge. Gib mir die Siren-Flagge! Richtige Assis, ich will nur die Siren-Flagge. Seien Sie gegrüßt, Dr. Snyder. Es wurde auch Zeit, dass Sie kommen. Wir hatten unterwegs ein paar Probleme. Momentan sind mir meine Probleme wichtiger als Ihre. Meine Anlage wird belagert und meine Verteidigungen erweisen sich als unzureichend. Wir werden Ihnen behilflich sein. Ich denke, ich kann Sie mit meinen Luftstreitkräften von der Anlage fortdrängen. Das wäre in der Tat ein hervorragender Test für meine Jumpjet-Technologie. Jetzt mal wieder ein bisschen nach unten. Hier, schützt das mal. Es sind neue Forschungsoptionen verfügbar. Was? Forschungslabore habe ich gehört? Ganz viele? Aber sicher doch. Was? Mehr? Ah, okay, aber nur weil ihr es seid. Können die Einheiten rüberjumpen? Muss ich erst forschen wahrscheinlich. Die Jumpjet-Technologie ist eine gute Alternative zu Transportern. Oh ja. Oh ja. So, reicht das schon? Nicht genug Energie. Oh, ich habe ja mal Transporter. Oh, lol.
Ich brauch Masse. Ganz, ganz, ganz viel Masse. So, ihr geht nochmal auf die Anhöhe. So, und du richtest jetzt eine Fährenverbindung ein. Hey, du kannst einen Techniker bauen. Ich glaube, Gebäude billiger machen wäre sinnvoll. Ich würde gerne einen Techniker hier rüberholen, damit ich hier Verteidigung bauen kann. Deswegen bauen wir hier einen. Beziehungsweise dann zwei. So, einmal bitte rüber. Vielleicht brauchen wir auch, gehen wir mit ihm rüber. Ja, komm, geh du mal rüber. Das ist ein Fehler, ja, werde ich das schon herausfinden. Wir sind der Retter in Not. So. Nehmen wir mal ein paar Punktverteidigung hin. Hier oben auch. Dahinter ein paar Luft. Oh. Passt schon so. So. Einmal Masse. Zweimal Masse. So aus, als hätte ich meine ganzen Lufteinheiten verloren. So, machen wir es billiger. Und danach würde ich gerne auf die Schilde gehen. Hier unten ist der, okay. Vielleicht reicht es, wenn wir unten einen Schildgenerator hinbauen, das oben gesichert ist. Oh nö, der hat ja alles aufgehört.
Mach mal schneller mit den Forschungslabore. Wir können noch einen Techniker drüben gebrauchen. Der direkt repariert. Machen wir noch zwei Techniker. Ich habe eigentlich gute Masse, aber anscheinend ist das nicht genug. Ich habe aber auch noch nichts, wo hier Plusmasse gibt irgendwie. Hier vielleicht. Na, die ACU könnte die taktischen Raketen hier brauchen, aber erstmal Schild. Damit die Verteidigung nicht immer wieder weggebombt wird. Wie sieht's aus? Techniker ready? Einer ist ready? Ah ne, beide sind ready. So, dann patrouillier du einmal durch die Basis. Du patrouillierst hier oben. Ach, ich bin doof. Ich wollte doch den Schildgenerator. Was kostet denn die Landfabrik? Okay. Bitte was? Die Erleuchteten fallen zurück. Danke für Ihre Hilfe. Wieso greifen die Erleuchteten Ihre Anlage an? Diese Narren sind keine Erleuchteten. Sie nennen sich die Royal Guardians. Sie behaupten, die ehemalige Anführerin der Erleuchteten, Prinzessin Rian Burke, zu unterstützen oder zu beschützen oder so. Politik interessiert mich nicht. Wieso waren Sie hier? Sie sind gekommen, um... Das gibt's doch nicht! Sie haben sich in mein System gehackt und meine Daten zu Shiva Prime und meinen Startsequenzbericht gestohlen. Das ist äußerst beunruhigend. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie die Daten hochladen. In Ordnung. Bereite deine Armeen auf einen Angriff vor. Ich hoffe, das hat kein Zeitlimit. ACU, danach bitte mal hier ein bisschen sammeln. Ivan, Sie können alle inaktiven Fabriken der Umgebung in Besitz nehmen. Ja, mein Sohn. Du solltest sie mit Hilfe eines Technikers oder deiner ACU einnehmen. Danke, Dr. Snyder.
Kann ihr ACU springen, Teleport oder sowas? Springen. Na gut, wenn die ein bisschen upgegradet ist, dann machen wir das. Sieh an. Guck mal, so ein Forschungslabor ist auch hier. Na, finde ich gut, dann können wir hier überall rüberspringen. Oh, jetzt kommen auch Lufteinheiten. Dass ich darauf vorbereitet war. Schlecht, dass ich hier keine Verteidigung gebaut habe. So sollte reichen. Mach ihn lieber kaputt, ist sicherer. Bevor nachher noch meine ACU platt ist. Das muss ja nicht sein. So, guck mal, ob du da drauf jumpen kannst. Lol, du kannst echt weit jumpen. Ist ja schon eher fliegen. Ich weiß schon, warum ich hier Luftverteidigung baue.
und die Schilde halten. Okay, danach gehst du hier hin, eroberst den, gehst dahin und dann jumpst du hier rüber. Wir machen jetzt ACU voll, dann machen wir Gebäude voll, ne? Ihr kennt das Spiel. Fehlt's an Artillerie. Die Eon hatten die taktischeren Raketen. Ich bin gespannt, was die hier haben. Verteidigung hält. Gut so. Wie sieht's eigentlich mit denen aus hier? Immer noch nicht fertig. Du bist doch auf Patrouille. Weißt du was? Du bist auch mal hier auf Patrouille. Sicher, sicher. So, du jumpst mal zurück. So, Jump steigt weiter. So, ACU ist damit durch. Nächstes Gebäude.
Oh, guck mal hier. Ich guck mal, ob ich darüber jumpen kann. Das wäre mega stark. Kann ich sogar noch eine daneben klatschen. Muss noch einiges geforscht werden. Marine, total unnötig, wird geforscht. So, jetzt haben wir 4 Luftwaffenfabriken. Gucken wir mal, ob du von da darüber jumpen kannst. Könnte eng werden. Ach, guck mal da. Haben wir hier jetzt nicht gesehen. Nee. Dann kannst du hier rüber jumpen. Vielleicht geht das, reicht das? Ansonsten kann ich mal gucken, baue ich da oben noch ein bisschen Punktverteidigung hin. Nur mal. Stimmt lustig, wenn hier oben Punktverteidigung steht. So, Luft ist als nächstes. Ja, das ist doch geil. Wir können die hier mal alle so ein bisschen wegholen. Verteidigung. Hält. Irgendwann kommen die mit 2, dann wird's interessant. Wird eng. Aber wenn ich auf die Kante gehe, müsste es vielleicht klappen. Jetzt müsste ich hier hin und dann darüber springen. Oder ich nehme wirklich einen Transporter, ne?
Perfekt. Hey, das müsste klappen. Yes! Hätte nicht gedacht, dass das so interessant wird. Der Transporter-Prototyp kann in einer Luftprototypenfabrik gebaut werden. Ich baue nur eine von denen. Weil, ja, ich weiß gar nicht, ich brauche, glaube ich, gar keine Transporter. Erstmal die Verteidigung sichern. Und dann kann die hier schön übernommen werden. Und dann bauen wir noch eine daneben. Also, bis dahin hoffe ich, sind wir hier angekommen, ne? Baut er eigentlich immer noch Forschungslabore? Nee. Komm, einen bauen wir mal, weil wir es können. Hier, der Techniker, du gehst mal darüber, ja? Dann kannst du hier die hier wegernten, bis du kaputt gehst. Technik da. Direkt Feuergeschütz für Techniker. Okay. Techniker überlegt wahrscheinlich nicht lang. Da brauchen wir nur zwei. Hier wird zwar noch eine dritte passen, aber zwei ist okay. Na gut, einen wird er wegsaugen können, auf jeden Fall. Vielleicht auch mehr, wenn wir Glück haben. Ist tatsächlich der Schild aus. Haben sie geschafft. Das war's. Der hat nicht mal einen weggesaugt. Mit den Bombern habe ich nicht gerechnet. Da kommt aber eine dicke Verteidigung hin. Ja, ich habe Angst, dass die nachher da hochgehen zum Überrennen, ne? Und Forschung durch.
liegt alles an der ACU. Könnten natürlich auch Bodentruppen setzen, aber dann mache ich das doch nicht mit Transportern. Dann baue ich hier zwei Bodentruppenfabriken. Ist doch viel einfacher. Warum keine Experimentelle? Weil die haben wir ja oben, ne? Auch mal ein paar Gunships. Oh, wir haben keine Masse mehr. Wäre praktisch, wenn wir die hier einnehmen könnten. Schade, dass sie nicht direkt als erstes die Lufteinheiten angreifen. Aber gut, die werden sich ja immer mehr sammeln. Okay, die Jäger werden aber irgendwann unsere Gunships wegholen. Haltet noch ein bisschen aus, Verstärkung ist auf dem Weg. Gunship den jetzt vorher platt machen, dann können die Techniker hier. Ah, nee, die Bomber. Das. Oh, die haben. Der hat zwei losgeschickt.
Es geht tatsächlich los, dass er zwei schickt. So, sieh an, das erhöht sogar die Kosten. Lass den einfach mal hier so reinlaufen. Mal gucken, was er macht. Und wie weit die kommen. Ansonsten müssen wir die ein bisschen zurückhalten. Ja, wenn wir Artillerie hätten, dann könnten wir das auch mit Gebäuden immer weiter vorziehen. So, ihr sammelt euch jetzt mal die nächsten. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es mehr Probleme so macht. Und einfach nur ewig dauern würde. Ich glaube, es ist wirklich keiner mehr am Herstellen. Das heißt, wir haben 40 Flieger. Ja, Weizen sind nicht gekommen. So, die will ich ja jetzt hier nicht umsonst gebaut haben. Ob ich von hier darüber springen kann? Aber ich könnte mit dem Transporter hier landen und da ablassen. Baut ihr mal in Ruhe. Wie wär's, wenn wir mit 4 angreifen? Greifen wir mit 4 gleichzeitig an.
mal, die ballern da ja schon hoch. Das ist ja schon praktisch. Können die von da unten den angreifen? Tatsächlich, wenn die da unten bleiben. Dafür ist es zu spät. Der Commander der Erleuchteten ist besiegt. Ivan, aus dir ist ein geschickter Kämpfer geworden. Danke, Vater. Ich sagte ja, ich sei bereit. Na, guck mal, ich will diesen noch herzzerreißenden Moment ja nicht zerstören. Aber es ist gut möglich, dass Sie den Shiva-Bericht erfolgreich übermitteln konnten. Dr. Snyder hat recht. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, wir sollten unverzüglich zur Kommandozentrale der Koalition auf Altair 2 aufbrechen. Ein unbekanntes Lebewesen läuft frei in der Basis der Erleuchteten herum. Anscheinend hat sich Dr. Snyder eine heimische Kreatur gehalten. Es hat gerade ein Gebäude zerstört. Ich hätte gerne eine DNA-Probe für meine Forschung. Es kann Feuer speien. Vielleicht musst du das Geschöpf erst ruhig stellen, bevor du die Probe nehmen kannst. Schon noch nicht vorbei. Wie weit seid ihr? Oh, die brauchen noch. Aber so aus, als würde das Geschöpf nicht die angreifen. Guck mal, die ballern da vier Teile ballern, permanent auf den drauf. Wären die ja doch zu noch was zu etwas nützlich.
Der schmilzt die Infanterie einfach weg. Dinosaurier, echt tanky. So kann ich meine Verteidigung bei der. Der hätte die Verteidigung überrannt. Danke, mein Sohn. Ich weiß den Wert der DNA-Probe dieser prächtigen Kreatur zu schätzen. Können wir nun nach Altair 2 aufbrechen? Ja, wir können durch das Gate nach Seraphim 7 und zum Eco-Synthesizer zurückkehren. Und das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!